So, es waren 132. Ich guck mal, wie jetzt das Parallelgleis, ne, wie das so eben mit der Brücke ist. Es sind nur 76. Aber auch die Brücke kostet hier 62.000. Und dann gibt es, ach so, die muss man mitbringen. Dann gibt es einfach ein. Wie groß ist denn da der Bonus für Parallelgleis? Wenn das die eigentlichen Kosten sind 123, dann 54. Das ist auch nicht die Hälfte, ne, die man da spart. Und es ist definitiv mehr bei Brücken und bei Tunneln und so weiter. Da spart man halt richtig. Naja, 76.000 kriegen wir hin. Wir können aber, bevor wir das machen, einen Zug einrichten, der uns ja ein bisschen Baumwolle fährt. Ah, wir nehmen die hier noch nicht an. Wir haben die ja da drüben. Abbrechen. Abbrechen. Was kostet das Aufrüsten? 180. Ich habe keine Ahnung, ob die gut ist. Können wir das pausieren, wenn man hier reinguckt? Das wäre die hier gewesen, ne? Nee, die können wir überspringen, glaube ich. Die brauchen wir nicht. So, Paketannahme. Das hier ist Passagiere. Nee, ich nehme erstmal die Pakete. Also, wir müssen das bauen. So ein bisschen Sorge, dass ich mich hier verzettel. Ist denn das richtig so? Das ist doch hier wieder das Falsche. Das muss doch, wenn dann da. So. Oder? Ja. Und dann hier. Jawohl. So ist das richtig. Wie gesagt, das kostet 80.000, hier aufzurüsten. Das müssen wir dann nicht machen. Das ist jetzt auch nicht 180. Ach, verdammt. Wir brauchen als erstes das. Können wir dem hier mal einen Namen geben? Rocky. Nee, warte mal. Rock 1. Rock 2. War ein niedriger Zustand, ja, das wird sich dann ergeben. Warte mal, aber wir können mal ganz kurz. Können wir uns jetzt nicht leisten. Mist. Guck mal hier, Fleischindustrie, die hat kein Profit mehr, weil die Lager voll sind. Ach du Jemine. Sind die hier satt, die Leute? Ja. Oh Gott, wir machen zu viel Fleisch. Und die kriegen es selber. St. Louis müssen wir anschließen. Die brauchen auch Fleisch. Das kriegen wir nicht von hier aus dem Warendepot raus. Mann, 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 Mann. Können wir schon Anleihe aufnehmen? Nee, das reicht nicht. Wie ist denn unser 5,2 Millionen? Die wollen alle Fleisch haben. Also wenn wir Grand Rapids noch mit anschließen. Das kann auch erstmal eine Verbindung sein zwischen den Städten, einfach so. Wir brauchen da noch nicht mit Warendepot machen. Nur 129.000. Ist halt nicht viel Geld, ne? Müssen wir irgendwie sehen, dass wir. Und vor allen Dingen hier die Holzgeschichte, das verschiebe ich schon seit der ersten Folge irgendwie. Schiebe ich immer vor mir her. Dass ja das Holz noch nach Rock Island muss. Warte mal, können wir jetzt hier annehmen? Also die Baumwolle, das ist Quatsch, das brauchen wir nicht. Aber wir können dann hier das Holz annehmen. Dann müssen wir hier eine Verbindung machen. Und dann ist dann doch okay, wenn ich von hier nach hier einen direkten Weg habe. So, dann
fahren da mehrere Züge, dann lohnt sich das schon wieder, glaube ich. Dann ist es okay. So, aber wir müssen. Aber wir müssen sowieso expandieren. So, Bahnhof mit Stellwerk. Ja, also. Ist schon okay. Ja, schön am Wasser lang. Leichte Steigung. So, 80.000 ist okay. Dann würde ich auch direkt bauen und einen Zug losschicken, dass das Fleisch rauskommt, damit wir weiter Profit machen und den dann eben gleich nutzen, hier, um das weiter auszubauen. Jeden Euro da gleich reinstecken. Es geht schon relativ gut so mit dem Verdienst, finde ich. Aber ich meine, wie viele Jahre sind jetzt schon rum? 2? Also, möchte wohl auch sein. So. Ziehen wir hier das Fleisch raus. Wieder 80.000. Ja, und das hat ja die erste Strecke auch gekostet. Also da gibt es kaum einen Bonus. Also gar keinen Bonus für Parallelgleis. Ne? Das gibt es tatsächlich dann nur bei den Brücken. Muss ich nächstes Mal noch mal drauf achten und Brückentunnel Erdarbeiten. Nee, wohl. Erdarbeiten ist auch nicht. Es ist wirklich nur über die Brücke, wo es den Bonus gibt. Dann achte ich mal darauf, wenn ich das nächste Mal so baue, was die Brücken und so weiter kosten. Toledo hat jetzt eine Industrie. Ich habe das verpasst. Ich dachte, das wäre bis November gewesen, die Anschlussprämie. 170.000 für eine Industrie. Ich dachte, dass ich als Industrieller, wo ist denn das nochmal zu sehen, was mein Bonus ist. Hier. Ah ja, genau. Es wird zwar angezeigt, aber es gibt keinen Tooltip. Ah, verdammt. Also ich dachte, dass Industrien zu kaufen auch billiger wäre, aber vielleicht sind es plus 20.000, deswegen fällt es mir nicht auf. Also 10% oder sowas. Normalerweise würde die dann 220 kosten oder so und dann sind es halt 200.000. Deswegen ist es mir noch nicht aufgefallen. So. Können, bauen wir einen Versorgungsturm hier hin. Die Zeit läuft nicht weiter beim Bauen. Wir gehen erst nochmal vorbei lassen. Oh, das ist schon wieder das Geld weg. Ist irgendwo ausgegeben. Da. Da ist gut. Klonen wir den Zug. Und dürfte hier dem Profit der Fabrik helfen. 6.000, sehr schön, läuft wieder. Ja, das nächste Geld stecke ich dann hier in das Warendepot, damit wir da die Industrie endlich in Gang bringen. Und dann müssen wir hier die Warenstrecke anschließen. Das läuft halt noch nicht so richtig hier, ne? Das hier war Personen. Wir haben hier auch noch keinen. Ja, gibt es denn sowas? Aber sie haben Fleisch auf Lager, das wollen die nicht, ne? Da sind die selber bedient. Okay, da kriegen wir das nicht hin. Aber Passagiere ist auch okay. Wir können Leute einstellen. Immer rein. Mehr Geld für Passagiere. Was ist das? Ausschreibung. Senkt Baupreis. Jawohl, jawohl, jawohl. Sehr gut. Das spart uns richtig Geld auf lange Sicht.
ist eine komische Konstellation, weiß ich noch nicht genau, wie ich das mache. Ich muss hier auch nicht wirklich hin. Ja, mal sehen, wir müssen so. Eigentlich müssen wir hier drauf. Vielleicht machen wir dann. Naja, das hat Zeit. Das hat noch ein bisschen Zeit. Aber wir müssen von hier eine Verbindung. Wobei, wir können natürlich Stoffe dann auch hier. Wir brauchen auch keine Verbindung auf die Warenstrecke dann, ne? Weil, also, wenn hier die Passagierstrecke, dann setzt das Haus halt einfach falsch, ne? Die muss dann Sachen woanders hinbringen, vielleicht. Dass wir hier keine Verbindung haben nach Chicago. Das muss alles hier rüberlaufen, über dieses Warendepot. So, wir müssen endlich mal mit der Milch auch anfangen. Ich guck mal. Es wird immer teurer da oben. Das Ding hier. 700. Dafür produzieren die natürlich schon doppelt so viel. Wenn ich das kaufe für 200 und aufrüsten muss. Aber ich weiß nicht, was ein Milchbetrieb kostet beim Aufrüsten. Vielleicht ist es. Nee, ich glaube, Aufrüsten ist immer noch billiger als den schon fertig zu kaufen und einen zu kaufen, der schon Profite macht und so. Ne? Wobei die Auslastung hier, die ist echt gering. Ich glaube, das ist schon ganz okay. So viel Geld. Mann, 270.000 müssen wir sofort investieren. Hier. Hat jetzt auch weniger gekostet, ne? Durch die unsere Ersparnis. Sehr gut. Dann nehmen wir hier Baumwolle und Stoffe. So. Haben wir. Da haben wir nämlich noch gar keine Verbindung. Aber jetzt können wir endlich das hier machen. Können wir wieder Leute einstellen. Hier werden wir bestimmt mehr als zwei Züge brauchen. Ich guck mal nach der 34 Tage, das sind also, runden wir mal auf, 5 Wochen, das sind also 1, Knips pro Woche, die jetzt schon ankommen. So, sagen wir mal 3 pro Woche, 1,6 aufrüsten. Ich wollte die Brauerei aufrüsten, das ist 400.000 nach wie vor. Müssen wir aber machen, also wir brauchen unbedingt mehr Bier. Vielleicht warte ich darauf jetzt auch kurz, dass wir die 400.000 zusammen haben. Dann gucken wir mal, wen wir hier noch ein. Stationsvorsteher haben wir. Und der ist eingestellt. Wer ist denn dann ein Erfinder? Für 59.000? Jetzt nicht. Das ist im Augenblick, glaube ich, nicht so wichtig. Ich glaube, es bringt mehr Geld, jetzt die Fabrik aufzurüsten. Buchhalter könnte wiederum helfen. Was macht der? Neupreis von Lokomotiven gesenkt um 10%. Bam. Eingestellt. Hat auch nicht viel gekostet. Wir können mal durch die Züge durchgehen. Also fangen wir mit dem an. Und suchen nach Ungereimtheiten beim Personal. Durch, ja, sind wir durch. Alles gut. Also keine Missstimmungen gerade. Das war mir jetzt wichtig. So, Brauerei. Old Iron Sights, meine ich, ein Erfolg. Baldwin testet Lokomotive. Dieser Baldwin! Das ist meine Konkurrenz. Glaube ich. So.
Mal schauen. Wolle haben wir nicht auf Lager. Das heißt, wir produzieren hier fleißig. 1,6. Kostet hier aufrüsten auch 400.000. Ja, Marek. 600 ist hier der wöchentliche, 6.000 jetzt der wöchentliche Profit. Sehr gut, sehr gut. Ich weiß nicht, ob wir da schon noch eine brauchen. Wie viel verbraucht denn die Stadt? 0,8. Aber wieso steht dann hier 0, wenn ich die Sachen transportieren will? Wir haben so viel Getreide. Wollen die hier eigentlich Getreide haben? Ein bisschen, ne? Ich richte meinen Zug ein von hier nach da in die Stadt. Eigentlich ins Warendepot. Moment. Ich mache das nochmal rückgängig. Da ist Chicago 1. Und es nimmt jetzt auch Stoffe an. Mehr weiß ich noch nicht. So. Dann hier Punkte ausgegeben. Gepäckträger. Ein Stoff und Bier. Okay. Naja, wenn das die Züge hier entlastet und die dafür wieder Personen mitnehmen oder Post oder so, dann ist doch gut. Ja, ich glaube, es sieht jetzt gut aus. Als nächstes würde ich dann endlich mal hier die Holzschichte angehen. Weiß nicht genau, wie viel die schon verbrauchen in Chicago, ob die da genug haben. Das können wir gleich mal nachgucken. Hat man einen Versorgungsturm auf der Strecke? Nee. Wahrscheinlich fährt gar kein Zug auf der Strecke, ne? Ja, das habe ich mir gedacht. Sie haben aber Holz. Also grundsätzlich ist es schon da. Nur es geht darum, dass meine Fabrik da kein Geld verdient. Also mein Holzfällerlager. Na, Profit null. Und so geht es natürlich nicht. So, das heißt, wir brauchen einen Abzweig hier. Mal die direkte Verbindung. Hey, Tunnel ist echt zu teuer, möchte ich nicht. Das habe ich mir ausgerechnet, da gebaut, wo der Turm ist. Müssen wir hier so hin. 180 finde ich okay, das hier konnte man glaube ich verhindern. 160.000, das hier sieht noch ein bisschen merkwürdig aus. 157. Ja, so. Ja, so hätte ich es gern. Können wir uns auch schon leisten. Ein Marktschreier, was macht der? Ah, Post- und Passagieraufkommen, ja, brauchen wir noch nicht. So, die Loks sind ja schon ein bisschen billiger geworden. Ich guck mal genau, was der kostet. 51.000 nur noch.
Und das sollte Rock Island wieder helfen beim Wachstum. Ja, als nächstes ist dann halt die Milch, Obst, Gemüse dran. Das kann dann alles hier, ne? Stoffe brauchen wir hier nicht. Holz, Milch, fangen wir an mit Gemüse. Das haben wir hier sowieso. Obst könnten wir von hier holen. Da oben, das ist zu weit weg. Obst finde ich gut. Können wir aber auch hier reinfahren, wenn wir hier in St. Louis ein Lager haben. Also lassen wir es bei Gemüse, ja. Sollen die Strecke noch ausbauen und als nächstes kommt dann die Geschichte mit der Milch. So, wie sieht es denn aus mit der Zeit? Stunde ist jetzt rum, habe ich aufgenommen, okay. Dann ja, mache ich hier eine Aufnahmepause. Ich sage danke fürs Zuschauen, Mensch. Wenn es euch gefällt, dann Daumen hoch und abonnieren, falls ihr noch nicht habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüssi.